So, da bin ich wieder mit einem Offense-Video auf Wunsch der Twitch-Community, dass man einfach mal so ein paar grundlegende Dinge erklärt. Wir fangen an mit welcher Verteidigung komme ich heraus? Es gibt verschiedene Playbooks. Ich habe jetzt hier das New England Playbook ausgewählt in der Defense, weil es ein multiples Playbook ist. Dazu komme ich dann gleich, warum. Es gibt eben verschiedene Playbooks, wo verschiedene Formationen, die sie präferieren, also die bevorzugt sind. Und New England ist halt ein multiples Book und da gibt es zwei, drei verschiedene Formationen und die haben sich nicht auf eine Formation festgelegt. Man kann seine Defense kann man auswählen einmal über Playtype. Da kannst du einfach sagen, ich möchte eine Man-Coverage haben oder eine Man-Zone-Coverage haben. Dann kannst du sagen, ich möchte eine Zonen-Coverage haben, Cover 2, Cover 3 oder eine tiefe Zone, was meistens Cover 4 ist. Dann gibt es das auch aus dem Playbook, in dem man ist, aus verschiedenen Formationen. Rechts steht das immer, das ist jetzt aus einer 4-3. Over-Formation ganz oben, in der Mitte ist aus der Nickel-Formation eine Cover 4. Dann gibt es noch Blitze. Man-Blitzes, Zone-Blitzes und Combo-Blitzes. Hier gibt es einen Combo-Blitz drin, weil er nämlich Man, rechts, links die beiden Kreuzchen, die Cornerbacks sind Man-Coverage und in der Mitte die sind alle Zone-Coverage und der Rest blitzt. Zone-Blitz heißt, du hast Zonenverteidigung und Blitz drin und Man-Blitz heißt, es gibt so gut wie keine Zone oder vielleicht eine Zone. Und der Rest blitzt bzw. ist in Man-Coverages. Man sieht das immer schön, die Pfeilchen zeigen die Blitzenden an, die roten Pfeile und die normalen Kreuze rechts, links in dem Fall oder oben. Die vier Kreuze, die keinen Pfeil haben, sind in Man-Coverages. Also die decken immer jeweils einen. Dann gibt es Konzept. Ich kann defensive Konzepte nehmen, direkt auswählen, Cover 4, Cover 6, Zone oder Man hier unten. Oder Cover Two Man, das ist halt eine Mannverteidigung, kann man hierüber auswählen. Ich benutze es immer über die Formation und da sind wir dann jetzt auch schon wieder bei den verschiedenen Playbooks, die es gibt. Es gibt halt Playbooks, die haben nur 3-4, welche, die haben nur 4-3 drin, Formationen, manche sind 4-4 und Multiple haben halt, wie das Wort schon sagt, verschiedene. Und zwar hat das New England ein 3-4, 4-3 und Nickel. Dafür fehlt jetzt hier halt leider das Dollar, was auch eine sehr gute Verteidigungsformation ist. Aber man kann halt nicht alles haben unbedingt. Jetzt zu den Formationen. Was sagt euch das aus? Eine Nickel-Formation ist eine gute Passformation. Die gibt es dann wieder weitere Unterkategorien in jeder Formation. Hier gibt es vier. Es gibt das Wide, da stehen sie ganz weit gefächert. Dafür ist in der Mitte nur ein Mittellinebacker, die Nummer 52. Die Nummer 90 bei der 334, das zeigt euch immer an, wie viele Leute, die erste 3 sagt euch an, wie viele direkt vorne bei den O-Linern stehen. Das sind drei in dem Falle. Da haben wir links, rechts einen und in der Mitte die 90 ist ein Defensive Tackle. Bei der 3-3-5 haben wir auch wieder einen Defensive Tackle drin. Bei der 2-4-5 und bei der 2-4-5 Double A-Gap haben wir keinen Defensive Tackle in der Mitte stehen, sondern es steht rechts, links ein Wide End und ein Left End, die 98 und die 93 und außen die 92 und die 53 sind Outside Linebacker. Bei der 4-3 haben wir die Nummer 90 und die Nummer 70 zwei Defensive Tackles drin und die 93, 98 ist das Wide und Left End. Und dann haben wir die 92 bei Under und bei Over die 53 ein Outside Linebacker. Over und Under bedeutet einfach nur, auf welcher Seite steht der Outside Linebacker. Bei Under ist es die 92 rechts, bei Over ist es die 53 auf der linken Seite. So viel dazu. Bei der 3-4 haben wir einen Defensive Tackle, die Nummer 90. Dann haben wir zwar ein Right and Left End 98, 93. Haben zwei Outside Linebacker, die 53, die 92 und die zwei Middle Linebacker. Wie ihr schon seht, bei Nickel, wie gesagt, wenn ich das White nehme, habe ich nur einen Middle Linebacker in der Mitte stehen, der da eine Zonenverteidigung macht. In dem Falle, ich wähle das mal aus, oder Man Verteidigung hier bei der 3 Sam Will Blitz ist in der Mitte das kleine Gelbe, ist der einzige Mittellinebacker, der da jetzt steht und eine Verteidigung macht. Und außen blitzen sie die beiden Outside Linebacker. Warum ist das wichtig auch zu wissen,
mit diesen Formationen. Es kommt auch darauf an, was für Spieler hast du im Line-Up. Hast du einen super Defensive-Tackle, solltest du wahrscheinlich eine 4-3 oder 3-4 auf jeden Fall in dieser Formationsweise spielen. Hast du überhaupt keinen guten Defensive-Tackle, was ja kommt, wenn man gerade das Spiel angefangen hat oder am Anfang des Spiels ist und hat aber dafür gute Wide-Ends. Left-Ends ist eine Nickel-Formation wieder gut, weil da hast du die zwei Wide-Ends, Left-Ends 98, 93 und die Outside-Linebacker 53, 92 an der Line of Scrimmage stehen. Das ist dann diese gerade Linie da jetzt, wo die in einer Reihe stehen. Wenn du allerdings zwei oder einen guten Defensive-Tackle hast, bei zwei kannst du natürlich 4-3 ohne Probleme wählen. Hast du nur einen guten Defensive-Tackle, solltest du von der 4-3 absehen, weil bei der 4-3, wie gesagt, hast du 90-70, zwei Defensive-Tackles. Bei der 3-4 hast du wiederum die 90, nur einen Defensive-Tackle. Kommt halt auch drauf an, was du im Line-Up hast. Hast du nur einen guten Defensive-Tackle, ist die Formation 4-3 vielleicht nicht gerade so vorteilhaft. Kann man trotzdem dann spielen. Sagen wir mal, du hast einen mittleren, mittelguten Defensive-Tackle, kann man die dann trotzdem spielen. Ist aber dann halt der Schwachpunkt in der Defense. Warum habe ich die Multiple? Einfach, um den Gegner auch zu verwirren. Ich wechsle sehr oft meine Defense-Konzepte. Und wenn man das Spiel, bevor du deine Defense auswählt und der Offensive-Partner, also dein Gegner, schon die Offense ausgewählt hat, dann steht meistens, in dem Falle wäre es jetzt rechts unten, wie viele Wide Receiver, Tight Ends und Running Backs auf dem Feld sind. Das ist jetzt halt wichtig, weil wenn er mit drei Wide Receivern kommt und du gehst in einer 3-4 raus, was ich trotzdem mache meistens, habe ich nur die Nummer 24 und die Nummer 21 zwei Cornerbacks. Das heißt, ein Cornerback nimmt einen Wide Receiver, der zweite Cornerback nimmt den anderen Wide Receiver und der dritte Wide Receiver muss von einem Linebacker coveraged werden. Das ist machbar, wenn man schnelle Mid-Linebacker hat oder sagt, okay, ich denke, er kommt trotzdem One raus. Allerdings ist ein Linebacker gegen einen Wide Receiver immer ein Mismatch. In den meisten Fällen. Bei Nickel, wie ihr seht, habe ich die 24, 25 und 21, habe ich drei Cornerbacks. Wenn er also mit drei oder vier Wide Receivern rauskommt, habe ich drei Cornerbacks auf dem Feld. Das ist dann schon wieder eher für den Pass. Was allerdings auch nicht in Stein gemeißelt ist, denn man kann auch mit drei Wide Receivern rauskommen und einen One machen. Also nur so viel dazu. Und wie gesagt, alles, was ich hier sage, ist mein persönliches Empfinden, was ich herausgefunden habe, was für mich funktioniert. Ich bin kein Number One Player hier der Welt. Das ist einfach wirklich persönliches Empfinden, wie ich es spiele, was ich denke, was gut ist. In der Formation kannst du jetzt, wie gesagt, klickst du drauf, kannst du jetzt noch auswählen verschiedene Coverages. Ich bin jetzt hier in der Nickel, sagen wir, ich gehe davon aus, er möchte einen Pass machen, also komme ich in Nickel raus, weil er mit drei oder vier Wide Receivers draußen ist. Jetzt gibt es Cover 2s, das ist zum Beispiel die Temper 2, der hat zwei tiefe Zonen, blaue. Die tiefen blauen Zonen da oben, dunkelblau. Dann gibt es Cover 3, das wäre jetzt Bucks Land, das ist jetzt noch gleichzeitig ein Blitz dabei, was auch immer sehr schön angezeigt wird, hat drei tiefe blaue Zonen. Der Unterschied ist einfach, wirft der Gegner tief und du hast drei tiefe blaue Zonen, ist natürlich in der Tiefe mehr gedeckt. Bei Temper 2 zum Beispiel mache ich meistens den Spieler, der Mittellinebacker, der wirklich in der Mitte steht und mache ihn noch in die tiefe blaue Zone zwischen den zwei blauen Zonen, damit die Tiefe abgedeckt ist. Und dann nimmt man halt einen Linebacker der anderen beiden gelben Zonen und usert den, um die Mitte und rechts oder links abzudecken, selber, indem man usert. Das ist was sehr, sehr oft benutzt wird. Dann haben wir noch eine Cover 4. Das ist natürlich gegen sehr tiefe Pässe. Wie man sieht, hat man vier tiefe blaue Zonen. Was ich immer sehr gerne wähle aus jeder der Formationen, ist eine Cover 6 oder Cover 9. Wie ihr schon seht, Cover 6 hat auf der linken Seite ein Cover 3 Aussehen und auf der rechten Seite ein Cover 2 Aussehen, weil es nur eine blaue große Zone gibt. Cover 9, wo haben wir es? Da ist Cover 9, ist auf der linken Seite die Tiefe eine große blaue Zone dicke, das ist dann da die Cover 2 und auf der rechten Seite ist ein Cover 3 Bild. Damit kann man den Gegner schon wieder ein bisschen mehr verwirren, indem man nicht nur vier verschiedene Formationen auswählt, sondern indem man zum Beispiel diese Formation nimmt. Die switche ich auch wieder immer untereinander, damit er nicht denkt, auf der linken Seite hat er jetzt immer das Cover 2, das heißt, da kann ich einen tiefen, weiten Außenpass machen, weil da ist halt nur der eine Safety. Wenn ich das dann wieder switche und er trifft genau in dem Fall auf die Cover 6 und wirft nach links, da habe ich halt zwei tiefe blaue Zonen. Wie gesagt, alles persönlich.
Ich spiele sehr gerne Cover 6 und Cover 9, wenn ich nicht einen Blitz ausgewählt habe, weil ich kann auch sehr viel da einstellen und es verwirrt den Gegner ein bisschen. Es ist eine gute Passverteidigung, wenn ich es aus Nickel wähle. Selbst wenn ich es aus 3-4 wähle, ist es eine gute Passverteidigung und One-Verteidigung. Wie gesagt, ich habe noch zwei Cornerbacks, aber es ist eine sehr gute Passverteidigung. Und man verwirrt den Gegner ein Stück weit. Dann gibt es halt Blitzes. Hier der Cornerblitz ist ein Outside-Blitz, ist sehr gut gegen Pass und macht Pressure auf den Quarterback. Wenn er jetzt sogar noch über rechts läuft in der Formation, würde von rechts halt mein Cornerback blitzen. Ist ein Outside One natürlich direkt gestoppt. Wenn er über links läuft, wie gesagt, Nickel ist eine gute Passverteidigung, keine gute One-Verteidigung. Man kann mit ihr den One stoppen, allerdings nicht so gut, wie wenn du in einer 4-3 oder 3-4 bist. 4-3 ist sehr gut gegen Inside Ones, weil wie ihr seht, sind da 4, wenn ich den Outside Linebacker Nummer 92 nehme, 5 Spieler, die direkt in der Mitte stehen. Das heißt, ein Inside One wird gegen eine 4-3-Formation unwahrscheinlich funktionieren. Also es wird nicht sehr gut sein. Bei der 3-4 hast du in der Fall in 3-4 Ort auch wieder Mitte ist ziemlich dicht. Allerdings, weil nur ein Defensive-Tackle da steht, die Nummer 90, ist ein Inside-One immer noch möglich. Ist auch gut gegen den Outside-One, weil die stehen doch wirklich sehr breit gefächert und schön auf einer Linie. Ich wähle gerne 3-4 und zwar aus 3-4, das ist meine absolute Lieblingsverteidigung, die Covers 9 und Cover 6 aus. Wie gesagt, im Pass verwirre ich den Gegner mit dem verschiedenen Aussehen der Coverages und man kann halt gut den One stoppen mit diesen Formationen 3-4 und 4-3. Da gibt es noch 4-4, ist auch gut gegen beides. Das ist wie gesagt auch immer ein kleines Gambling. Was denke ich, was macht der Gegner? Macht der einen Lauf? Wenn ich jetzt natürlich hier Pinch O-Buck mache, das ist eine Man-Coverage, ein Man-Blitz sogar, super gegen Inside Ones und wenn aber deine Defensive Tackle und Wide and Left End nicht schnell an den Verteidigern vorbeikommt, dann kann er dich mit so einem Play Pinch Buck O sehr schnell überspielen in einem Pass, weil du hast nur 4 Spieler, die zwei Safeties und rechts und links, das sind die Kreuze, die jetzt keine Pfeilchen haben. Du hast nur 4 Spieler, die in einer Coverage sind und wenn er dann da 4 Wide Receiver hat und noch den Tight End, der eine Route läuft, dann wirst du sehr schnell überspielt. Also wie gesagt, das muss man alles selber wissen. Wie gesagt, was denke ich, was macht der Gegner als nächstes, ne? Das ist halt Rasenschach, Football. So, das war jetzt das erste Video. Da sind wir jetzt einfach mal die verschiedenen Formationen durchgegangen. Und dass man sieht, welche Spieler stehen überhaupt auf dem Feld. Wie gesagt, bei Nickel hast du 3 Cornerbacks, ein Wide End, Left End, ein. Zwei Outside Linebacker und zwei Middle Linebacker. Bei 4-3 hast du die zwei Middle Linebacker, zwei Outside Linebacker, aber auch nur zwei Cornerbacks. Dafür zwei Defensive Tackle. Sehr gut durch die Mitte, sehr dicht. Wenn die auch noch sehr gut sind im Blockchat und so, dann kannst du da auch sehr guten Pass Rush mitmachen mit den Defensive Tackeln. In der 3-4 hast du einen Defensive Tackle, zwei Cornerbacks und zwei Middle Linebacker, die da in der Mitte stehen. Entschuldigung. Einfach nur damit ihr wisst, was für ein Personal steht jetzt auf meinem Feld? Und deswegen sage ich am Anfang, wenn er sein Offensivplay ausgewählt hat, steht mit wie viel Wide Receivers, Tight Ends, Running Backs kommt der Gegner raus. Das ist so ein kleiner Anhaltspunkt, mit was sollte ich denn dann rauskommen? Ja, das war das erste Video dazu. Das nächste folgt zugleich. Ich bin für Kritik offen. Wir können auch noch viel im Stream besprechen, mit den anderen Leuten, die ein bisschen Ahnung haben, und das Spiel schon ein bisschen länger spielen. Da gibt es einige, die mir auch Tipps gegeben haben, die ich noch nicht wusste. Und ja, dann kommt jetzt gleich das nächste Video. Es werden wahrscheinlich 3 oder 4 Videos. Ich versuche alle jetzt noch hintereinander weg zu arbeiten. Das war's. Dann bin ich erstmal raus. Bis zum nächsten Video.